So, ja. Beruhige Frankie Fusselkopf. Johnny, wenn du verwanzt bist, das machen wir. Auf geht's. Jetzt machen wir mal Story weiter, wird Zeit, gell? Sonst gammeln wir hier noch ewig rum. So, ab ins Pennerhaus. Schauen wir mal. Hey Frankie, ich hab Hunger. Ich bediene mich mal. Oh, jetzt habe ich einen Anruf. Ah! Oh, ist aber schon ein bisschen stressig als Hotelmanager, muss ich sagen, hey. Hast ja gar keine Ruhe. Ey, Manager, das ist unschön. Wilma Welle macht Randale. Ich hoffe, dein Hotel ist versichert. Ja, ja. Wie ist das? Frankie, was geht? Nimm mir das aus den Augen. Ich will niemanden sehen. Nicht jetzt! Okay, calm down. Beruhig dich mal, Frankie. Frankensteiner. Was machst du denn? Wie er rumstapft. Ich bin wütend. Ich marschiere auf und ab und stampfe hier rum, weil ich bin wütend. Ich beruhige dich mal. Ach, scheiße. Gut. Von den Sternen? Weiß nicht, Sock, weiß nicht. So. Ihr spürt's doch auch, oder? Ihr spürt es auch, den Track. Der geht voll rein und so. Zack. Entschuldige diesen kleinen Anfall, Gecko, aber irgendwie wird es mir hier zu heiß. Seit Jimmy verschwunden ist, habe ich dieses seltsame Gefühl. So, als ob jemand hinter mir her wäre. Jimmy ist verschwunden in der Wüste? Aber vorhin war ich noch in der Wüste, der hat mich rausgejagt. Warum? Was meinst du mit warum? Seit ich in Merkwürdighausen bin, betreibe ich hier Geldwäscherei. Du weißt schon, ich sorge dafür, dass man gestohlenes Geld nicht mehr zurückverfolgen kann. Was dachtest du denn, was ich hier mache? Urlaub? Du bist wirklich nicht gerade eine Leuchte in... Keine Bewegung, Fossili! Du Nudel! Du gehst nirgendwo hin und deine Nudel auch nicht. Oh. Ich mag am liebsten frische Nudeln, nicht dieses gefrorene... Ah, das FBI, lauf! Stehen bleiben oder ich schieße mit... Irgendwas, vielleicht mit meiner Kamera. Verflixt, ich habe meine Elektroschockpistole vergessen. Oh, vergiss es. Ich habe genug davon, ständig wegzurennen. Ich brauche... Ruhe. Na los, nimm mich fest, nimm mich mit. Meine Rechtsanwälte holen mich sowieso in ein paar Tagen wieder raus. In der Zwischenzeit kann ich mich ein wenig ausruhen. Und Gecko, hier ist das Geld für meinen Aufenthalt. Mach weiter so. Auch nicht schlecht, der geht freiwillig ins Gefängnis. Passt. Passt, ja, ein bisschen Ruhe, hat er recht, gell? Alles ist so stressig immer. Vielen Dank für deine Hilfe, Gecko. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Oder vielleicht doch, aber es wäre bestimmt nicht so lustig gewesen. Klar, kein Problem, denke ich. Gut, die Frankie-Story ist abgeschlossen dann in dem Fall. Das heißt, ja, der ist ausgecheckt. Wir bekommen bald den nächsten Gast. Oh, Avracadabra. Eine ziemliche Überraschung, solch ein entzückendes Hotel inmitten dieser Staubwüste zu finden. Wie alt ist es? Ziemlich neu für meinen Geschmack. Ich bevorzuge Gebäude mit Geschichte und einem feuchten, dunklen Mausoleum. Aber wo gibt es sowas schon noch, nicht wahr? Dein Hotel wird fürs Erste tun. Ich bin Avracadabra und ich glaube, ich werde für eine Weile deine beste Suite mieten. Ich bin vor kurzem zu ein wenig Geld gekommen und möchte es großzügig ausgeben. Das Penthouse? Ah, sehr gut. Es ist eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen, Gecko. Ich bin mir sicher, wir werden uns noch öfter begegnen. Winke, winke. Oh je, die ist jetzt schon ein wenig gruselig. Ein Mausoleum sucht sie. Alles klar. Gut, dann wohnt jetzt Avracadabra im Penthouse. Alles klar, kann sie machen. Ja. Okay. Die wird das Penthouse abfackeln. Die wird Leichen im Kühlschrank verstecken, glaube ich.
Echt so ein Actionfilm der 90er. Bisschen. Faszinierend, aber jetzt dürfen wir endlich wieder hier rein. Ja! Muss man Metalldetektiv. Kann ich jetzt Leichen finden eigentlich? Hallo? Warum kann ich nicht Metalldetektoren? Ist der leer? Er ist leer, oder? Scheiße. Es ist so ruhig in der Wüste, warum? Warum ist es so ruhig, so ruhig, so ruhig, so... Ja. Was ist denn da vorne? Nee, liegt da das Handy, ich dreh durch. Da, dieser kleine Popelpixel, das ist das Handy. Da ist ein Brennstab, sauber. Man kann komischerweise hier raus und dann ist hier halt... voll der komische giftgrüne Scheiß. Während hier endet halt die Map quasi, ist dann so stürmisch. Wobei, hier ist lustigerweise... Moondrover? Ja, der existiert auch. Aus Gründen. Keine Ahnung. Ja, hier endet die Map. Oh Gott. Ja, warum stirbst du nicht mehr so schnell in der Wüste? Weil ich Leben over 9000 habe. Ich habe jetzt den Silberbalken. Ich halte extrem viel aus jetzt. Deswegen ist es doch schon recht wichtig, das Level hochzuhieven. Das Leben. Wir haben das ja hochgegrindet quasi. Wir haben die ganze Zeit Heinz verkloppt. Heinz Ketchup. Damit ich den Silberbalken kriege. Deswegen gibt es jetzt ganz viel Aushalte. Haltungen. Ich muss schlafen. So weit kam ich schon nicht im Spiel. Es geht von Anfang an eigentlich. Also, es geht von Anfang an. Du musst nur hier schauen. Du hast hier am Schalter deinen Laufbahn-Scheiß. Guck hier so, Statistikleiste, bla bla. Dann klickst du nur einfach nur auf Laufbahnen und da sagt dir das Spiel, was du tun musst. Da steht beruhige wütende Sims. Das ist einfach ein Checkpot, weil du die absichtlich hier wütend machen kannst mit der Spritzpistole. Beruhige wütende Sims, damit deine Gesundheitsanzeige steigt. Viermal geht's, deswegen habe ich hier 4 Sterne. Ja. Damit habe ich das gemacht. Da musst du nur schauen. Und dann weißt du Bescheid. Und dann machst du das, was da steht. Ja. Daumen sind gedrückt, dass man eben wütend bekommt. Wie gesagt, das ist Checkpoint, weil du die ganze Zeit absichtlich sauer machen kannst. Andere Sachen sind ein bisschen kniffliger. Ja, und dann haben wir das einfach hochgegrindet, ne? Voll geil. Und das geht eben ab dann, wenn du hier dieses Hotelmanagerzimmer bekommst. Ab dann kannst du so einen Schmarrn schon machen, ne? So. Schon ein bisschen grindy, aber. Ich glaube, ich habe damals nur random Sachen gemacht, nie weit gekommen. Ja, nun. Ja, aber so Zimmer hattest du bestimmt schon. Oder? Muss eigentlich, oder? Ja, aber weißt du Bescheid, Lucky, falls du es nochmal spielen willst oder so, keine Ahnung. Oder, ne, hier, die anderen, so, der Sims 2 hier und so weiter. Ich meine, hier, Momoki hat sich's ja zugelegt auch. Weißt du Bescheid? Guter Tipp und so und überhaupt. Moment, meine Haut ist ja wieder normal. Hey, wann ist denn das passiert? Warum habe ich keine blaue Haut mehr? Wann ist das passiert? Das fällt mir jetzt erst auf. Nee, das habe ich nicht geändert, ne? Hey, warum sind wir wieder normal? Hab's schon offen, aber kommt gerade nicht von meiner Switch weg. Ach so. Hä, wegen warum denn, Momoki? Erzähl mal. Geht's hier um Inseln?
So. So, ja. Exakt, bau immer noch um. Voll cool. Voll cool. Kannst ja mal ein paar, wenn du magst und so, ein paar Screenshots oder sowas, ein bisschen so deine Insel zeigen oder so, keine Ahnung. Die einen Straßen, so, das hat mir schon mal ein bisschen gefallen, was man da jetzt so gesehen hat. Es freut mich so sehr, dass dich da so meine Insel so inspiriert hat, echt. Voll cool. Speichern ist eine Weile her, ne? Bevor hier irgendeine Person Schmo treibt. So. Was machen wir jetzt genau? Ach, scheiße, ich muss nochmal mit Eugen. Oh, wo ist denn der Typ? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Telefonbuch? Genau, die Sommer. Eugen, wo bist du eigentlich gerade? Aufenthaltsort Kunstgalerie. Ah ja, perfekt. Perfektos. Oh Gott, eine Mall. Oh, cool. Klingt gut. Kunstgalerie. Immer wieder vollständig. Voll falsch gelaufen. Tristan, wie schaut's aus hier? Sauber. Es ist zwar schon mal eine coole Musik, aber ich kenne da eine bessere. Die ist viel motivierender. Zum so bauen. Oder, Tristan? So baut sich's doch schon viel besser, ne? Viel Spaß noch. Ah, da ist die Spieluhr. Ich renne hier wieder Vollgas im Kreis rum. So. Schauen wir mal. Was geht ab? Hallo. Geschenk. Dein komisches Telefon. Gerne doch. Klar, kein Thema. Okay, die sind wieder leer. Lass mal was malen. Ja. Aha. Faszinierend. Das ist ein gebogener Briefkasten, ne? Das ist voll ein Briefkasten, echt. Ja. Ist so. Erträglicher Briefkasten. Das hat voll was, sieht voll cool aus. Ja, der gebogene Briefkasten, ja. Das ist ein sehr aussagekräftiges Gemälde, ja. Das zeigt, wie die Postboten unter ihrem eigenen Stress zusammenbrechen, ja. Weil sie immer so voll krass viele Pakete ausliefern müssen, ja. Das symbolisiert der gebogene Briefkasten, wie die Postboten selbst voll hier und so, ne? Ja. Ich mach mal irgendwas anderes. Keine Ahnung, was es diesmal wird. Nee, die Farbpalette, die fühle ich nicht. Das fühle ich jetzt auch nicht. Nee, ja, das fühle ich. Dann machen wir mal was. Ja, das ist schon besser, das fühle ich. So. Ja. Aha. Ja. Ah, ja, das ist es. Cool. Das ist jetzt hier so. Es scheint ein Zelt zu sein, scheinbar. Ja. Was ist das für Kack? Okay.
Es ist Gras. Ja. Cool. Ja, das ist so. Heute ist nichts gut, einfach. Heute ist einfach, das ist nicht gut hier, was hier passiert. Jetzt kommt voll der Effekt. Machen dasselbe wie drüben, nur in voll krass. Oh nein, ist wurscht. Ja. Was ist eigentlich das hier? Füllt es das sofort aus? Oh Gott, was ist das denn? Nein! Das ist ja ganz schön schief und krumsel alles. Jetzt wird's echt dumm mit den Grünen, ne? Aber da müssen wir durch. Da müssen wir durch, Leute. Das hilft alles nichts. Dann wird es jetzt halt grün. Hier muss jeder Scheiß gemacht werden, was diese Palette hergibt. Ja, dann wird's halt jetzt ganz komisch blau. Ja. Aha. Das sieht sehr wild aus. Ich nenne es Fiebertraum. Das ist nur respektabel. Ich bin enttäuscht. Was ist mit dir? Oh mein Gott, wie gruselig. Er will eine Umarmung, schätze ich, aber er bewegt sich gar nicht mehr. Das ist gruselig. Aufmuntern? Weiß nicht. Gruselig. Ja, komm, Umarmung. Vielleicht geht's dir dann besser. Ja. Oh je, den können wir so nicht stehen lassen jetzt. Das ist schon gruselig traurig. Ja, hey. Hallo? Hey, you are the Hagio? Hagi Buggy. Bim, 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 bim. Ich sehe das nicht. Ach so. Mensch, Tristan, echt. Schaut euch den Scheiß an. Ja, schaut besser, ne? Tschüss. Viel Spaß in der Galerie, Leute. Was wollten wir denn jetzt? Was wollten wir denn? Wir haben sonst nichts mehr. Alles klar. Hotelbewertung 73, das ist ein bisschen langweilig. Dann würde ich sagen... Bombayar! Ganz genau, so schaut's aus. Gehen wir zu Avra, oder? Ins Penthouse. Alles klar, let's fit. Servus! Bändigen. Warum sind immer alle crazy? Lauf! Na. Goi, oh, Eber! Na, okay. Aha. Goi, oh, Eber! C-O-U. Mag ihre Leggings. Na. Oder so. Strumpfhosen, Kerl. Warte, Hilfe. Ich mach das zu selten. Goi, oh, Eber! Aufhören. Von Hitz
Die spricht voll lustig. Okay, duschen. Bim, 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 bim. Sich das wieder auflädt, ist halt Weihnachten, oder? Benutzen cremefarbene Toilette. Wahnsinn, der Silberbalken echt. Dauert ja gar nicht lang.